33:30 für den SC DHFK. Knapp 1.800 Zuschauer konnten am Samstag das Heimspiel der Grünen gegen Aufsteiger Coburg in der Arena verfolgen. Die besondere Brisanz bei diesem Spiel, 4 Ex-Leipziger stehen bei den Gästen unter Vertrag und die wollten ordentlich Hallo sagen. Zum Geschehen. Die Gastgeber lagen dank Max Emanuel und Philipp Weber aus dem Rückraum sowie Lukas Binder und Lukas Cicala von den Außenpositionen gleich zu Beginn vorn. Der Vorsprung pendelte sich zwischen einem und drei Treffer ein. Der Halbzeitstand lautete 17:15. Dann baute die junge Truppe von Trainer Christian Prokop den Vorsprung am Anfang der zweiten Spielhälfte auf 4 Treffer aus. Doch die Coburger hielten dagegen. Vorneweg der Ex-Leipziger Matthias Gerlich aus dem Rückraum und Dominik Kelm vom Kreis. Die Achse bekamen die Sachsen zu keinem Zeitpunkt der Begegnung in den Griff. Die Jungs haben uns heute eine große Freude gemacht. Das war ein sehr spannendes Spiel. Wir sind Aufstiegsaspirant. Jeder, der zu uns kommt, hat das Ziel, gegen uns zu gewinnen. Natürlich mit Coburg, es ist ein Aufsteiger, aber eine sehr gut besetzte Mannschaft. Mit 4 Ex-Leipziger, die wollten unbedingt zeigen, was sie können. Matthias Gerlich ist das ihnen gelungen, der hat heute ein tolles Spiel geleistet. Aber das hat man gesehen, dort war alles auf Matthias konzentriert. Prompt konnten die Franken, als Leipzig in zweifacher Unterzahl spielen musste, in Führung gehen. Spielstand 24:23, da war noch mehr drin. Die Zuschauer begeistert, beide Trainer unter Volllast. Sowohl Christian Prokop als auch Jan Gohr waren mit den defensiven Leistungen ihrer Jungs nicht zufrieden. Wir sind eine junge Truppe. Wir haben natürlich noch unsere Fehler drin. Wir haben heute 30 Tore gekriegt. Es ist okay, wenn du 33 schießt, aber es kann auch ganz schön in die Hose gehen. Aber wir sind jung, wir können das Ganze mit Emotionalität wettmachen und mit Kampf und Siegeswillen. Und trotzdem man dann in Rückstand gegangen ist, haben wir das Ding halt noch mit diesem Zusammenhalt noch geschafft. Die Coburger hatten in den letzten 15 Minuten mit Matthias Gerlich einen treffsicheren Shooter in den Reihen, der seine Mannschaft beinahe im Alleingang zum Auswärtssieg geführt hätte. Doch dann behält der Leipziger Keeper Tovars beim 7 Meter die Nerven. Ein schwerer Schlag für Coburg zu diesem Zeitpunkt. Die Gäste mussten arbeiten, dafür liefen beim SC die Konter. Philipp Hütter, Tagespensum 5, 7 Meter, Abschlussquote 100%, insgesamt 8 Tore. Aber die Gäste blieben dran. Vielleicht war Hendrik Uli Tovars der Matchwinner, der in der Schlussphase das Leipziger Tor zunagelte und mehrere Chancen vereitelte. Der Sieg verdient, die Weste bleibt weiß. Bis jetzt für das DHFK-Team in der Saison kein Punktverlust.